Und wenn wir schon beim Thema durchsetzungsstarke Frauen sind, komme ich jetzt gleich zu unserem nächsten Programmpunkt. Es gibt ja diese viel zitierte schwäbische Hausfrau, wird auch gerne mal von Frau Merkel zitiert, wenn es um sparsames Haushalten geht, was natürlich bei Stuttgart 21 keine so große Rolle spielt, leider. Aber es ist für uns hier in Stuttgart und auch in Baden-Württemberg war es lange Zeit klar, wer sind die berühmtesten schwäbischen Hausfrauen? Das sind ohne Zweifel Frau Kechele und Frau Peters. Und wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, heute Abend Frau Kechele zu gewinnen. Zwischen Hefezopfbacken und Kehrwoche hat sie gerade noch Zeit gefunden, hierher zu kommen und uns auch ihre Meinung zum Thema Stuttgart 21 zu sagen. Und ich denke, das wird sicherlich auch Frau Merkel in Berlin interessieren, was die berühmteste schwäbische Hausfrau zu diesem Thema zu sagen hat. Viel Spaß mit Frau Kechele! Ein Haufen Leute, wo es gar nicht um hier in die Richtung oder in die Richtung schwätzen soll. Geradeaus. Ich schwätze in das kleine Mikroskop, nein, da geht es automatisch. So ein Haufen Leute. Warum steht denn da so ein Haufen Leute rum? Die warten bestimmt alle auf den Bus. Sieh, der Bus kommt bald. Aber da passen sie nicht alle in einen Bus, nein. Wenn Sie bei Stuttgart 21 L in euren Bus einsteigen hätten, dann hätte der Nahkrach hinter der Jebahnhof auf der Schiene weiterfahren, dann brauchen Sie schon nicht umsteigen. Ja, Sie sind ein wunderbares Revolutionspublikum. Ich bin froh, dass Sie da sind. Sonst müsste ich da jetzt alleine an den blöden Bahnhofskribbel nachschwänzen. Grüß Gott, ich bin die Frau Kechele. Ja, Sie kennen mich aus Frau Kechele und Frau Peters, SDR3, mit einem Hefensoff, mit einem Haufen Butter drin. Wissen Sie, wenn man so berühmt ist, da kommt man ja viel rum. Jetzt bin ich doch neulich eingeladen worden bei der Familie Mappus. Zum Abendessen. Bei Mappus daheim. Ja, und dann bin ich halt nachgegangen und dann habe ich geschellt. Und er hat selber aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, grüß Gott, Herr Reizgasherrscher, gibt's heute einen Pfeffersteak? Ja, ich habe einen wunderbaren Abend. Ja, der hat mich erst mal angeklotzt, als hätte ihm einer seinen geistigen Brühwürfel weggeschlotzt. Ja, dann haben wir einen wunderbaren Abend verbracht bei der Familie Mappus und der Reizgasherrscher. Der hat mir alles erklärt über Stuttgart 21 und ich sage Ihnen, das ist wunderbar. Und besonders wegen den Zügen, die fahren so brutal schnell. Die fahren so brutal schnell, die fahren vorne in den Bahnhof, nein, fahren hinten gleich wieder raus. Die halten erst gar nicht an, das geht schneller. Ja, wissen Sie, das mit den Güterzügen, das habe ich jetzt auch verstanden. Wissen Sie überhaupt, warum Güterzüge so heißen? Ja, wenn sie die Mächte an der Schwäbischen Alb unter unsere Gütler durchfahren. Ja, und hinterher, da haben wir noch ein bisschen mit dem Reizgasherrscher seiner Märklin-Eisenbahn gespielt. Der Herr Grube ist auch noch gekommen. Der wollte mitspielen. Und dann wollte Herr Grube an der Märklin-Eisenbahn den Stresstest vorführen. Der Stresstest. Da sind die ganzen Bändler in die Tunnel reingefahren und verschwunden. Für immer. Bin
sind halt nie wieder aufgetaucht. Es war am Herr Grube auch rätselhaft. Und ich frage Sie hier heute hier auf diesem Platz, wollen Sie Grubes Bermuda-Bahn? Ja, dann habe ich hinterher noch ein bisschen der Frau Mappus in der Küche geholfen. Und dann haben wir noch ein bisschen geschwätzt, so von Frau zu Frau. Und dann hat die mir noch was verraten. Das soll sie eigentlich nicht weiter sagen. Aber das gibt gar keinen Bahnhof da unten. Das gibt Gorleben 2. Bad Cannstatt, Untertürkheim, Oberwindland. Ja, darum müssen die Züge da außen durchrasen, wegen der Verstrahlung. Ja, aber dafür wird unsere blöde kalte Mineralquelle ein bisschen aufwärmt. Ja, und Heilkurgäste strahlen noch monatelang. Das hat mir die Frau Mabus erzählt. In der Küche. Aber Sie wissen ja, es wird immer viel geschwänzt. Ja, da hatte ich mir vorgenommen, ich wollte ein Befürworter von Stuttgart 21 sein und habe mir fest vorgenommen, diesen Glauben an Stuttgart 21 so lange wie möglich zu erhalten. Es waren die anstrengendsten 5 Sekunden meines Lebens. Im Jahr 2020 muss die Erde zum göttlichen TÜV. Der glotzt die Erde an, sieht Stuttgart 21 und fragt: Abwrackprämie? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also wissen Sie, in Stuttgart, da wird Geschichte geschrieben, ganz besonders im Haus der Geschichte. Da ist neulich ein bisschen Wasser rausgesprudelt. Da hat unser Tanja gleich die Bahn verteidigt und hat gesagt, das war ich, ich habe da bloß geschwind ein kleines Lulu nachgemacht. Aber bei dem Grundwassermanagement, da kommt jetzt wahrscheinlich bei allen Stuttgarter Museen unten ein Hallenbad, nein, zum Lulu-Macher. Also mein persönliches Grundwassermanagement ruft jetzt, ich muss auch gleich ein Lulu machen. Zum Schluss noch eine kurze Meldung von der Bahn. Herr Grube ist beim Arzt. Der Arzt, Sie haben einen Hirnriss, drauf in der Grube. Ja, mir ist eine Abrissbirne dagegen geknallt. Drauf in der Arzt, ah ja, das tackern wir wieder zusammen. So geschehen widmet sich Herr Grube neuen Projekten und kauft der Hamburger Hafen, um ihn 40 Meter anzuheben für einen unterirdischen eingleisigen Rangierbahnhof. Und dann hat er wieder einen Hirnriss. Dann muss er wieder zum Arzt. Dann sagt der Arzt, das tackern wir wieder zusammen. Diesmal aber richtig. So geschehen. Kommt Grube auf ein neues Bewusstsein und er merkt, er ist Gott. Dann lässt er den stillen Ozean um 40 Meter absenken, Deutschland um 400 Meter anheben, den Himalaya schiebt er um 7 Kilometer nach rechts und er baut einen Tunnel von Stuttgart bis zum Vorarlberg zum Firmensitz von Red Bull, um die Auslieferung zu behindern aus Angst, dem Bonatzbau könnten wieder Flügel wachsen.
Hinterher ist der Grube mit den Nerven fertig und beschäftigt sich mit Sex und hat heimliche Affäre. Und mitten im Sexakt fragt er Stellungswechsel. Sie aber sagt, nein, oben bleiben. Ihr seid wunderbar. Ich sage, ich muss jetzt gehen, mein Grundwasserspiegel, mein. Und der Hefezopf ruft, ich hätte jetzt gerne noch ein Video mit heimnehmen. Wissen Sie, ich habe noch nie so viele Leute heim auf meinem Wohnzimmer, in meinem Wohnzimmer gehabt. Und jetzt hätte ich gerne ein Video noch von euch mitnehmen. Und wenn ich sage, dann mache der Lärm, als der 650.000 wütende Schwaben mit ihrem Kehrwochenaggregat schmeißen. Vielen herzlichen Dank, Frau Kechele alias Teflon von Farah. Ich wünsche mir wirklich in diesem Jahr, dass Sie tatsächlich mal in die Villa Weizenstein eingeladen werden zum Hefezopf. Wäre doch eine nette Veranstaltung, oder?